Swams. Schlecht würfeln, aber mit Stil, Folge 21, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und ja, der Jörg haut erstmal noch ein paar Mal vor sein Mikro. Jetzt wissen auch alle, er ist da. Hallo Jörg. Ja, hallo Micha, ich freue mich. Ja, da sind wir wieder. 2 Wochen sind schon wieder um. Und ja, du hast gewürfelt, aber das, was du gewürfelt hast, interessiert keinen. Das ist nur unser Intro-Würfeln. Ich würfel auch mal für deine Aufgabe. Hier aber bitte. Ich würde sagen, die Würfel sind gefallen. Das sage ich dir. So, die Frage ist nur, was ist da rausgekommen, ne? Maximal eine 24. Ich sag mal, es ist eine 10. Eine 10? Hm? 1, 2, 3, 4. 1, hat das nicht letztes Mal der Dan im. Ich habe mal eine Straße. Die kleine Straße, hast du dir gedacht. Ja, genau. Ich weiß, was der Dan im Discord geschrieben hat, ehrlicherweise. Auf jeden Fall weiß ich nicht mehr, ich glaube, letztes Mal hat er 1, 2, 3, 4 geschrieben. Heute hat leider keiner mitgespielt. Aber ich kann dir so viel verraten. 1, 2, 3, 4. Das ist nicht richtig. Naja, gut. Die 1 ist richtig und die 3 ist richtig. Also 50%. Ja, und daneben haben wir noch eine 5 und eine 6. Ah, zu niedrig. Zu niedrig. Verdammt. Ja, aber du hast dich wieder gesteigert. 2 Treffer und die Differenz ist leider größer geworden. Aber bei den Treffern, ne? Ja, man muss ja irgendwas festhalten, ne, an der Stelle. Also ich nehme das mal so als positives Zeichen. Dann waren es nur noch 13 Versuche. Pressure, der Druck steigt von Mal zu Mal. Ja, das ist richtig. Na, egal, ich werde es schon schaffen. Ich bin noch guter Dinge. Ja, und für die Statistikfreunde da draußen. Die 10 war bisher das niedrigste Ergebnis, was der Jörg getippt hat. Warte kurz, wie oft habe ich getippt? 4-mal? 4-mal. 4-mal, ja gut, und aber bitte. Das Ergebnis einer 15 wurde jetzt schon zum zweiten Mal erzielt. Merk es dir, Jörg. 50% deiner Versuche waren eine 15. Mhm. Na gut. Ja, vielleicht wenn ich in 2 Wochen, wenn ich mir das gemerkt habe, bis in 2 Wochen. Habe ich ja mal gespannt. Naja, mal gucken. Aber 2 Wochen sind auch mal so schnell rum, ne? Ist krass, wie schnell wir wieder hier sitzen. Ja. Ich finde das wirklich. Irgendwann haben wir so eine große Fangemeinde, dann wollen die täglich von uns hören. Oh, große Worte. Naja, ich weiß nicht. Also täglich finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig. So ja, die Fangemeinde muss erstmal so groß sein. Aber ich kenne ja so Insert Moin, die sind ja auch zum Beispiel täglich. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so jeden Morgen vor der Arbeit irgendwie hier nochmal schnell so eine Respekt, Runde podcasten. Ne? Respekt, also ja, da habe ich schon echt Respekt vor. Also das, das ist leider nicht drin. Schade. Was heißt schade? Also nee, das ist einfach nicht drin. So. Ich mache das wirklich gern. Ich freue mich immer, wenn wir uns hier treffen und so ein bisschen über Brettspiele und alles, was dazugehört, labern. Ich mag das richtig gern. Ich finde das voll geil. Aber jeden Morgen, ich weiß nicht. Okay. Nee, vor allen Dingen ist ja auch nicht so viel Neues. Das stimmt. Aber apropos Neues. Wer hat den Inhalt deines Portemonnaies bekommen? Verschiedene. Also, also ich habe ja schon überlegt, was ich jetzt wirklich als gekauftes Highlight jetzt hier wirklich anführen will. Ist jetzt nicht, weil ich jetzt so unendlich viel gekauft hätte, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo das größere Highlight ist. Ich habe nämlich ein neues Spiel gekauft und eins auf dem Sekundärmarkt gekauft, ja. Also das neue Spiel, was ich mir gekauft habe, ist das Star Wars Deckbuilding Game. Da muss ich einfach kurz überlegen. Star Wars Check, Deckbuilding Check muss ich haben. Yo. Habe ich vorgestellt. Das weißt du allerdings noch nicht. Oder richtig, das gespielt? Ist das Problem. Ja. Nee, genau. Deswegen, das ist genau der Punkt. Es war aber ein Highlight, also es ist ein kleines Highlight, dass wirklich, wenn man das vorbestellt hat bei seinem lokalen Dealer,
dass man tatsächlich Sleeves dazu bekommen hat. Das waren sogar Gamegenic Sleeves. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich dann Gamegenic Sleeves, weil da hängt ja Asmodee mit drin, soweit ich weiß. Genau. Ja, genau. Und mit Motiv waren Motiv-Sleeves. Also das fand ich sehr geil. Vor allen Dingen gerade bei Deckbildern, die will man ja oft sleeven und ja, ich sag mal, das ist ja immer noch so ein Kostenfaktor, der immer noch so ein bisschen draufkommt bei so einem Deckbilder quasi. Deshalb fand ich, das war schon ein Highlight, aber das war eher so ein, ja, aber eigentlich war das andere Highlight eins, weil, ich weiß nicht, hier bei den Dice Brothers ist es ja so, bei meinem Lieblingsspiel ist schon ein bisschen her, da hat er damals der Kai sein Lieblingsspiel vorgestellt, Seasons. Und das ist schon ein älteres Ding hier bei Libelud oder auch Asmodee in dem Fall erschienen oder vertrieben. Und dann haben wir das ja mit dem Kai später auch nochmal gespielt natürlich, weil das wollte spielen, weil das sieht ja super interessant aus. Und danach haben wir Red Island gespielt. Richtig. Und ich finde, da bin ich während ich Seasons gespielt habe quasi dazugekommen und dann. Genau, und ich finde Seasons ein sehr cooles Spiel, ja. So ein bisschen Engine, sind coole Engine-Bilder mit kartenbasiert und kartenbasiert triggert mich ja eh. So, und das Spiel auf Englisch kann man das ganz gut bekommen, aber auf Deutsch eben nicht. Ist halt out of print. Und ja, jetzt habe ich die ganze Zeit ein bisschen Geduld gehabt und immer so den Sekundärmarkt so ein bisschen durchforstet, ob irgendwer Seasons verkauft. Und jetzt hat einer Seasons verkauft für einen ganz guten Kurs. Ich meine, die Schachtel sieht, also nicht so wie bei Kai, die war ja wirklich kaputt, aber. Die hat auch ordentlich Gebrauchsspuren, die Schachtel, aber innen drin wie nicht gespielt. Richtig krass. Und das war einfach cool, das ist mein käuferisches Highlight, weil ich einfach sage, das wollte ich haben und ich habe es bekommen und das finde ich geil. So. Nice, nice. Ja. Oh, hast du denn auch? Wem hast du denn hier dein Monatsgehalt vermacht? Ach, wenn. Da hätte ich ein bisschen mehr Geld ausgeben für müssen, damit es das Monatsgehalt ist. Naja, okay, alles klar. Aber wer hat denn so einen kleinen Teil deines Monatsgehalts so eingeheimst? Das wäre schon ein sehr geringes Monatsgehalt. Also tatsächlich, Teile vom Monatsgehalt haben bekommen, kann ich dir sagen, ein Kai. Und wer ist der andere? Ein Manuel, glaube ich, war es. Okay. Du hast es aufgeteilt auf mehrere Leute. Naja, bei den beiden Menschen habe ich über Facebook Brettspielgruppen eingekauft. Der erste Einkauf war tatsächlich von mir so selbst, weil mich das angelacht hat. Da hat jemand für kleines Geld ein paar Escape Games im Angebot gehabt. Ich mir die Jumanji-Box von Escape Room, das Spiel von Norris, gegönnt. Dann irgendwie, was ich gar nicht kenne, von Xscape, das Atelier des Magiers. Dann die drei Escape-Games von Galileo. Von Galileo? Ja, also die sind bei Clementoni erschienen. Keine Ahnung, ob die was können. Und noch das Exit Kids Rätsel Spaß im Dschungel war auch noch mit drin. Okay, irgendwie das ist ja nicht nur für dich. Ja, ich glaube, 6 Spiele, 7 Spiele irgendwie für 32 Euro. Also, oh, kannst nichts sagen, kannst oder? Gar nichts. Nee, vor allem, wenn man Bock auf so Escape-Sachen hat, voll geil. Ja, wir spielen das hier schon mal ganz gerne, ne, weil muss man wenig Regeln lernen, wenn man es auf den Tisch kommt, eigentlich egal, von welchem Anbieter du es halt nimmst. Ja, das ist ja so marginal anders, das Spielprinzip. Ja, das kann man dann immer schön spielen. Das war der eine Einkauf, aber der andere Einkauf ist ja eigentlich der viel coolere Einkauf und der ist heute auch angekommen. Es gibt da so ein Spiel, wo meins mal verschollen war und wo du irgendwie ein zweites gefunden hast und den Dämpfer gemacht hast. Ja, aber das war wirklich Zufall. Und ja, und der Dan hat er bei Facebook dann auch entdeckt, dass es einer verkauft. Und da stand irgendwie 4 Euro dran. War wow, super gut. Und dann habe ich ihn gefragt, so hör mal, so DHL-Paket wäre jetzt etwas teuer, ob er das einfach im Umschlag packen kann. Und dann hat er das einfach im Luftpolsterumschlag als Warnsendung geschickt und das kam heute an und es sieht wenig bespielt aus. Ich muss nicht geguckt, ob alle Karten drin sind. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass es komplett ist. Also tatsächlich in diesen reinen Brettspielgruppen habe ich da noch keine
schlechten Erfahrungen gemacht, dass einer irgendwie nee, ganz überhaupt ein Spiel, gar nicht. Ein Spiel angestellt hat und sagt, es ist okay und dann kommt irgendwie totaler Scheiß an. Nee, war super unkompliziert, dass jetzt irgendwie 6 Euro bezahlt mit Versand. Für welches Spiel ist es denn? Powerplay. Powerplay, genau. Ne, und auch hier super Kontakt, weil er wusste nicht genau, was er bezahlen muss für einen Versand. Und dann finde ich es auch schön, wenn da so ein Vertrauen da ist, wo wir dann echt ausgemacht haben, geh zur Post, sag mir hinterher, was du kriegst. Ja, und dann. Ja, das geht schon. Also, ich meine, selbst wenn das nicht gegangen wäre, wäre das jetzt auch nicht ein Riesenbetrag geworden, zum Glück. Nee, aber, so weil da ist ja halt trotzdem, merkst du schon, dass da so, wenn man vernünftig kommuniziert, da auch unter den Brettspielern ein gewisser Grad an Vertrauen ist. Anders als vielleicht bei anderen auch, ne? Verkäufen, ne? Dann habe ich ihn gestern geschrieben, weil ich wusste nicht, dass er das Warensendung geschickt hatte, ne? Das war halt gestern noch nicht da. Und so, sag mal, dein Spiel ist noch nicht da. Dann so, warte, ich habe das halt als Bücherwarnsendung geschickt. Und so, ja, alles klar, das kann ja 2 Wochen dauern, alles gut. Ja, oh, okay. aber dann meinte er erst, ja, wenn das bis morgen nicht kommt, ne, dann überweise ich das Geld zurück. Und dann kriegst du, hey, du hast gesagt, Warnsendung. Ja, das kann schon 2 Wochen dauern, alles gut, mach mir keinen Kopf. Obwohl ich das krass finde mit den Versandkosten. Ich habe zum Beispiel, auch bei Facebook, hat auch einer so ein paar Spiele verkauft und es gibt ja jetzt beim Pegasus hat er jetzt für Bossmonster so eine Big Box rausgebracht, glaube ich. Oder ist ein paar Wochen her. Und Bossmonster kenne ich zum Beispiel gar nicht, das Spiel. Ich finde diese 8-Bit-Optik finde ich eigentlich schon ganz witzig, muss ich sagen. Aber du kaufst ja keine Big Box von einem Spiel, wenn du gar nicht weißt, wie das Spiel ist, oder? So, also ein bisschen merkwürdig. Also, ich meine, wir kaufen ganz viel, aber nicht wissen, ne? Hast du auch wieder recht, voll blöd. Das war das Spiel ist, blöd. Das ist kein Argument. Ja, aber es gibt ja so Sachen, weißt du, wenn ich so ein Deckbuilding-Game lese und Star Wars lese, dann weiß ich halt, Deckbuilding weiß ich irgendwie schon, was mich so gewisserweise weiß ich ja, was mich erwartet, so, ne? So, bei Bossmonster weiß ich ja nicht so ganz genau. Und dann hat einer Bossmonster verkauft. Also nicht die Big Box, sondern einfach das erste Spiel. So. 5 Fünfer inklusive Versand. Da habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt. Weil ich dachte so, das kostet ja, also das Problem bei den Sekundärmarktsachen ist immer, das Spiel mag ja schön günstig sein, aber wenn der Versand oben drauf kommt, dann muss man schon überlegen, ob das immer noch so günstig ist, ne? Das stimmt. Aber 5 Euro inklusive Versand fand ich gut. Das habe ich gekauft. Und dann kam das wirklich mit dem DPD. Ja, also nicht mit Luftpolsterumschlag oder irgendwie sowas. Nö, DPD. Da habe ich gedacht. Also drauf. Das wollte also jemand wirklich einfach mal loswerden. Oder er kann über die Firma verschicken. So ungefähr. Ja, oder er hat es über die Firma verschickt, ja. Das kann nicht anders sein, weil, also sonst saß ja wirklich einfach plus minus null. Dann ist einfach nur weggeschickt. Ja, einfach nur weg, genau. Krass. Ja, der hatte noch mehr Spiele im Angebot. War jetzt nicht nur eins, aber die anderen brauchte ich nicht oder, ne, oder wollte ich nicht oder wie auch immer. Aber das Bossmonster habe ich gedacht, für einen Fünfer inklusive Versand, das machst du doch, oder? Ja. Ich meine, gut, wenn es nichts ist, kann ich es ja für 5 Euro plus Versand verschicken. Ja, aber brauchen ist ja bei uns keine Frage. Ja, nee, also. Wenn wir anschauen, dass das Argument brauchen, das ist nur wollen. Es war auch eher so wieder so, das war eigentlich was blöd, weil es war ja wieder so. Ach, das kennst du nicht und ist ein Schnäppchen, musst du jetzt irgendwie mal kaufen, ne? Also, eigentlich blöd, aber 5 Euro, ja, das probiere ich jetzt einfach, so. Wenn man auf so ein Spiel Bock hast, okay. Ich habe auch so viele Spiele Bock. Das gibt's gar nicht. Aber ich habe schon überlegt, wenn solche Spiele zum Beispiel nicht sind, ich bin ja jetzt, ich gehe ja regelmäßig zu Spieletreffen mittwochs. Und die haben auch gerne da so Präsenzbestand an Spielen, dann schenke ich denen das und dann kann er da einfach liegen bleiben. Und dann liegt das in so einem Spieletreff in der Diakonie, weißt du, und dann können, selbst wenn die Leute von der Diakonie da spielen, sollen sie doch einfach zocken. So, ja, weißt du? Das ist tatsächlich hier so ein bisschen so, wenn ich immer was habe, wo ich weiß, es hat nicht viel gekostet, was bei mir nicht ankommt, das sind so, wenn ich dann frage, ich so, hey, kann die Bibliothek das hier in Madman gebrauchen, nimm. Besser aufgehoben, als wenn es bei mir im Schrank steht und nicht gespielt wird. Und bevor ich ein halbes Jahr oder ein Jahr darauf warte, dass es jemand kauft. Ja, super gut, auf jeden Fall. Beziehungsweise ja für die 3 Euro oder die 5 Euro dann die Anzeige aufgeben und gucken, ne, die Mehrarbeit haben, dann lieber den guten Zweck. Sicher auch so. Ich meine, ich will nicht knauserig erscheinen, aber wie bei
wie bei, wenn das teurere Spiele sind, dann mache ich das eher nicht so gerne, weil dann würde ich sie schon eher verkaufen wollen, glaube ich, wenn ich da auch irgendwie investiert habe vernünftig. Also ich meine, was heißt mehr, ne? Was man halt so mehr nennt, ne? Aber ja, gut, aber so, sag mal, wenn jetzt so ein Kickstarter, keine Ahnung, ich schmeiße es einfach in den Raum, wenn es jetzt einfach nur damit ein Beispiel ist. So. Wenn du jetzt dein Etherfields verkaufen würdest oder nicht mehr spielen wollen würdest, das gibt es natürlich nicht einfach so. Ja, nee. An so ein Spieltreff. Da, sag mal, da steckt dann ein dreistelliger Betrag drin und das findet dann aber auch schnell jemand anders, der es lieb hat. Ja. Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Also, das wäre Humbug. Also, es hat schon einen Grund, warum so ein Bossmonster dann für 5 Euro rausgehauen wird. Weil es ja, halt in unserer Blase, wo viele Vielspieler sind, vielleicht einfach, ne? Vielleicht kam es nicht an. Vielleicht kann es auch nichts. Ich weiß es nicht, ne? Ich finde, die Optik kann halt was. Das ist lustig. Aber es scheint ja nicht ganz so schlimm zu sein, habe ich gedacht, wenn Pegasus nochmal eine Big Box raushaut. Wenn eine Big Box rauskommt, genau, kann es nicht der absolute spielerische Flop gewesen sein. Ja, das habe ich dann auch gedacht. Naja, gut. Wird man sehen. Wird man sehen. Das ist ja das spielerische Highlight dann. Ah, dann sind wir schon beim spielerischen Highlight. Ja, das kann ich sagen. Also, das ist gar nicht so schwierig. Denn das spielerische Highlight hat sich quasi am letzten Samstag hier ereignet, als wir endlich The Thing auf dem Tisch hatten, sagen wir mal so. Und das war wirklich mal ein genialer Abend. Und jetzt muss ich mal wirklich sagen, es war natürlich geil, wer so alles da war und mit wem wir alles so gespielt haben. Aber einen besonderen Gruß muss ich natürlich an einen unserer Hörer jetzt hier raushauen, nämlich an den Abdon. Vielen Dank. Hallo Abdon, ich warte hier mitten mal darauf, mit dir zu zocken. Ja, das hat er ja schon, das kriegen wir alles auf jeden Fall hin. Also ich finde es auf jeden Fall genial, weil wir hatten ja damals einen Aufruf gemacht, wer will denn The Thing mit uns spielen? Boah, das muss man mit vielen Leuten spielen, wer Bock hat, soll sich melden. Und er hat sich gemeldet und wir haben das hinbekommen. Er war letzten Samstag da. Und es ist nicht nur so, der guckt nicht nur unsere Videos und das finde ich besonders schön. Er hat nämlich, und das habe ich mir sehr gut gemerkt, kam an und packte aus seiner Tasche so eine Kilo-Box Haribo aus, weil er meinte, ich habe gehört, Haribo am Spieltisch wäre unverfänglich. Ich habe gehört. Großartig. Also, das ist wirklich großartig. Das fand ich richtig geil. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir zocken. Ich sag's dir nochmal und ich freue mich auf die nächste Partie, egal was wir zocken. Irgendwas werden wir finden, was Spaß machen wird. Auf jeden Fall. Großartig. Das fand ich auf jeden Fall geil. Bitte? Sowas finde ich echt geil. So eine Haribo-Nummer. So. Ich finde es einfach schön, wenn wir haben jetzt nicht die unendlich breite Hörerschaft, aber das ist halt schon schön, wenn dann jemand kommt und dann so halt, wo man dann merkt, wow, der hat wirklich mal zugehört. Oder es hat jemand wirklich zugehört. Ja, und es ja, finde ich auch geil. Also das fand ich wirklich großartig. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war sowieso ein lustiger Abend, weil der Tötti war noch da, ne, André Karlchen und die Hausis waren da. Tanja und Thorsten. Also auch schöne Grüße. Also schöne Grüße an alle, ne? Thorsten hört das ja auch. Ne? Freut mit dir, ne? Und Tanja und Thorsten, weiß nicht, ob die das hört, aber ich sage auch trotzdem mal schöne Grüße. Es war auf jeden Fall eine sehr witzige Runde, muss ich wirklich sagen. Und wir haben gelacht und es war gut. Ja, freut mich. Dann kann ja bald auch unser Versprechen eingelöst werden, so nach gefühlt anderthalb Jahren oder so. Vielleicht ein Jahr, ich weiß es nicht, dass wir ein Video zu The Thing machen. Ja, genau. Man muss dann sagen, man lernt ja auch ein bisschen aus Fehlern. Ne? Wir haben natürlich dann einfach zur Wahl gestellt, was sollen wir denn mal spielen von unserem Path of Shame. Und wir haben einfach The Thing da reingepackt und haben festgestellt, dass es überhaupt keine gute Idee ist, ein Spiel zu nehmen, wovon man eigentlich 7 bis 8 Spieler haben will. Eigentlich habe ich es ja da reingepackt und ich fand einfach, dass das nach einem geilen Titel klingt und hatte keine Ahnung, dass das für 7 bis 8 Spieler ist. Das ist ja auch ein geiler Titel. Ja, das ist, wenn man so in die Runde fragt, hey, Dan, Yogi, wir wollten diese Community-Aktion machen, wo entschieden wird, was sonst in eurem Pile gespielt wird. Ich nehme mal was aus eurer Liste. Die beiden sagen, yo. Und zack, da war das Ding. Zack. Und dann wird es auch noch gewählt. Aber ganz ehrlich, Challenge accepted. Wir haben es irgendwie hingekriegt. Und
Ich finde es einfach cool. Und es war ja, es hat, aber am Ende des Tages, muss ich sagen, es hat sich jetzt natürlich hingezogen und so weiter. Aber es hat sich auch gelohnt, weil es war wirklich ein cooler Abend und es war wirklich eine geile Spielrunde. Und ich würde das auch einfach, also wir waren auch alle begeistert, alle mochten das Spiel. Wir sind auch der Meinung, dass wir das auf jeden Fall nochmal spielen wollen. Und ja, also ich habe dann erstmal direkt wieder mal den Sekundärmarkt durchforstet und habe direkt schon mal die Erweiterung gefunden für günstiges Geld. Hast du den beim letzten Mal schon gefunden gehabt sogar? Nein. Und dann war das ja, die wird ja immer mal wieder angeboten, aber nee, ich habe jetzt... Ich dachte, das wäre schon vor 2 Wochen gewesen, aber nee, so kann man nicht... Also die wird ja immer wieder angeboten, die Erweiterung, also ab und zu mal, aber nicht für den Kurs. Also jetzt habe ich eine OVP, die war also original verpackt, aber da ist so eine Ecke ganz leicht angedrückt, ja, von dem Karton, wo ich denke, ja, okay. Und ganz ehrlich, wenn ich das Spiel einmal ausgepackt habe und sollte es in die Grundschachtel passen, schmeiß das Ding eh weg. Dann behalte ich das gar nicht. Dann kommt das da rein und fertig. Das klingt doch nach einem Plan. Ja, habe ich ein spielerisches Highlight gehabt? Ja. Kleine Schachtel. Gut. Amigo Frühjahrsneuheit? Mhm. Amigo Frühjahrsneuheit. Das hat also. Ja, komm, hilf mir mal. Sag mal. Halligalli Twist ist mein spielerisches Highlight. Okay, ja. Halligalli sagt dir noch was, oder? Ja, aber auch nur so rudimentär. Ja, bitte, Asche auf mein Haupt. Du hast ja nie irgendwie erlebt, wie das ist, mit so einer Rezeptionsklingel um die Wette zu klingeln und dann. Nein. In der Hand. Aber diese Spiele scheinen dir zu liegen, oder? Diesen kleinen Nippel zu haben, quasi von der Klinge, weil alle anderen auch richtig schön kräftig draufhauen? Nee. Du hast was verpasst und ich muss sagen. Kaufst du eigentlich immer nur so Spiele mit so einer Klinge? Ich denke da nur an Lisboa Tram. Ja, genau, da ist noch die alte, da ist noch so eine alte, da ist noch so eine alte, genau, so eine alte Halligalli. So eine war früher in Halligalli oder wie es ganz früher hieß, Tutti Frutti drin. Jetzt packst du Halligalli Twist aus. Jetzt ist das mehr so ein Buzzer, wo halt die Klingel dann unten drunter zwar auch noch wie Klingel ist, aber halt nicht mehr oben mit so einem, also quasi ist eine Schutzkappe auf der Klingel jetzt drauf, damit man sie nicht mehr verletzt. Musste ich auch bei Instagram erstmal posten, dass jetzt Unfallverhütung auch bei Halligalli gegriffen hat. Auf der Klingel? Was? Das ist ja wieder geil. Guck mal bei Instagram, dann siehst du, wie ich das meine. Also, du kennst ja diese Rezeptionsklingeln, oder? Ja, sichi. Genau, das ist jetzt quasi so eine Rezeptionsklingel, aber oben halt flach, da ist so quasi Plastik komplett drüber. Schwer zu beschreiben jetzt. Naja, wenn du siehst, Klingel, die hatten auch den Ruf, gefährlich zu sein. Da ist natürlich genau, falsch. Jetzt ist sie ja nicht mehr gefährlich, aber Halligalli Twist halt ist trotzdem das spielerische Highlight, nicht wegen der Klingel, sondern weil ich immer wieder fasziniert bin, wie schnell mein 4-jähriger Sohn Spiele versteht, die nicht für sein Alter sind. Tja, er wird dich irgendwann fertig machen, spielerisch. Ja, ich befürchte auch. Er sagt erstmal, ach, Halligalli, haben wir auch im Kindergarten. Dann meint er natürlich die Junior-Version mit den Clowns. Keine Ahnung, was sich da, wie die da genau geht. Und dann hast du Twist und Twist ist ja, nächstes, was ist denn der Twist? Und beim klassischen Halligalli muss man ja klingeln, wenn genau 5 gleiche Symbole aufgedeckt sind insgesamt auf den Karten von den Spielern. Okay. Ja, ich glaube, das kleinste ist 1 und das größte ist halt 5 auf einer Karte. Und du musst halt klingeln und dann kriegst du halt alle Karten, die gespielt wurden, in deinen Vorrat, ne? Mhm. Und wenn du keine Karten mehr hast, scheidest du aus. Das ist auch hier auch genauso. Du musst ja auch, also der Trick ist aber bei Halligalli Twist, du kannst klingeln, wenn 5 gleiche Symbole da sind. Aber jetzt darfst du auch klingeln, wenn 5 Symbole in der gleichen Farbe da sind. Das heißt, du klingelst eigentlich öfter. Ja, aber du musst halt auch mehr aufpassen, weil wenn du jetzt irgendwie, es können also jetzt theoretisch 7 Symbole da liegen. Also 7-mal das gleiche Symbol, ja? Mhm. Aber wenn es dann 5-mal in einer Farbe ist, darfst du trotzdem klingeln. Ah, okay. Das macht das Spiel eigentlich schwieriger. Ja? Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Weil du mehr aufpassen musst. Und dann, und mein Sohn verliert
aber einfach nur, weil ich einfach irgendwie noch die schnelle Reaktionszeit habe. Aber er weiß auch ganz genau, wenn ich falsch geklingelt habe. Also der versteht schon, wann er klingeln muss. Ja, und das ist halt echt faszinierend. Diese Auffassungsgabe und ich glaube, das ist echt, dass man, das ist einfach nur, weil man so viel mit ihm spielt. Ja klar, aber das ist ja, also man, irgendwann ist man affin dafür. Denn, das kriegt man dann irgendwie ganz gut geregelt, glaube ich. Ja. Na krass. Ja, warte mal, was? Vorgestern habe ich ihn gefragt, ob er noch ein Spiel spielen möchte. Und meinte, ja, aber ein Lernspiel. Ich so, es ist ein Lernspiel. Ja, ein Spiel, was ich noch nicht kenne. Ich möchte was Neues lernen. Dann denkst du so, ja, ist klar, Kind. Alle Spiele, die du gerade im Schrank hast, kennst du schon. Ich habe kein neues Spiel gerade da. Tja, ein Lernspiel. Ja, guck mal, aber der geht auch davon aus, dass du stetig neue Spiele hast. Ja. Guck mal. So schnell geht das. Und ich glaube, du bist noch harmlos. So. Er geht trotzdem davon aus, dass du stetig neuen Nachschub hast. Na gut, okay. Aber, ja, aber er ist aber geil. Gerne, was er hat. Das ist das Schöne. Das soll er sich auch gut beibehalten. Das ist nämlich nicht schlecht, einfach Sachen zu spielen, die man schon hat. Liebe Blase, die Spiele in den Schränken wollen gespielt werden. Spiele sind nicht schlecht nach einem Jahr. Ja, die sind auch nicht schlechter, weil man sie schon einmal gespielt hat. So, also das ist ja, oder zweimal, ja, das ist ja wirklich krass. Ja, also ich würde mir manchmal auch mehr wünschen, dass Spiele einfach noch öfter auf den Tisch kommen, so. Also noch öfter als, ja, ein, zwei, drei Partien oder so, sondern einfach so, weiß ich nicht. Da sind die Gelegenheitsspieler einfach im Vorteil. Also vom Gefühl, die haben ihren Spieleschrank, den machen man auf, dann sind da 5 bis 10 Spiele drin. Ja, vielleicht nicht unbedingt die Spiele, krass, die wir jetzt spielen würden wollen, ja, mit unserer Spielerfahrung, sage ich jetzt mal, ne? Das ist dann vielleicht auch mal ein ungeliebtes Monopoly, aber wenn die spielen wollen, kommt ein Spiel auch öfters als ein, zweimal auf den Tisch, weil sie Lust drauf haben. Ja, das ist so. Und das finde ich auch, dass da, das bin, also, das klingt jetzt, also, okay, ist ein bisschen blöd, ne? Aber manchmal, also, beneide ich die Leute dafür auch, ne? Zu sagen zu können, ach ja, komm, wir haben jetzt nur 5 Spiele im Schrank, ne? Aber, ja, aber das sind dann die Spiele, die dann noch wirklich immer gespielt werden, ne? Richtig krass. Ja. Ah, echt krass. Ah, gut. Ja. Also ich meine, andererseits muss man auch sagen, man hat ja auch Bock auf Neuigkeiten, ne? Also ohne Scheiß. Also wer spielt denn nicht gern neue Spiele und entdeckt neue Sachen? Also das machen wir ja auch alle super gerne, ne? Ja, und man freut sich ja auch immer, wenn sowas. Gerade so in der Brettspielblase ist das halt so. Aber ich merke schon, wir driften hier unheimlich ab. Ja, wir driften schon unheimlich ab. Wir sind schon wieder ins Plaudern gekommen, aber ist ja auch gut, wenn wir ins Plaudern kommen. Aber wir haben uns ja eigentlich so ein bisschen noch was vorgenommen. Der Plan war ja so ein bisschen über Zubehör zu reden. Und mit unter Zubehör, ja, ein Brettspieltisch gehört auch dazu, aber den klammere ich jetzt mal aus. Das ist so. Ja, Luxusgut. Das ist aber. Ja, das ist wirklich Luxusgut. Ja, das ist ja nicht ein Luxusgut, halt, es muss ja noch in die Wohnung passen und so weiter. Ja, lassen wir das mal. Ich habe halt bei Zubehör eher an so Dinge gedacht wie. Hast du irgendwie, spielst du nur mit Würfelschale, Würfelturm, ne, müssen deine Tokens in Schalen, wenn du spielst, hast du da irgendwie, ne, dir was gekauft oder kaufst du dir Inlays, sowas in die Richtung, was es da so gibt und was es da für Möglichkeiten gibt, was uns da in den Sinn kommt. Ja, es gibt eine Menge von Zubehör, ne? Wenn wir den Brettspieltisch mal außen vornehmen. Ich habe, als wir überlegt haben, ob wir über Zubehör sprechen, natürlich schon mal darüber nachgedacht, was willst du denn da jetzt zu erzählen? Weil eigentlich bist du der Typ, der so Zubehör überhaupt nicht benutzt. Und dann habe ich mal darüber nachgedacht, das stimmt überhaupt nicht. Auch wenn man das glauben mag, ist das nicht wahr, ja? Denn es gibt eine Art von Zubehör, die ich sogar sehr hart benutze. Und da habe ich heute schon drüber gesprochen quasi. Denn ich habe ja eben davon erzählt, genau, ich habe ja das Star Wars, als ich eben vom Star Wars Deckbilder sprach und mich darüber gefreut habe, dass die Hüllen dabei waren, da habe ich ja auch gesagt, genau, ich bin jemand, der seine Spiele unglaublich gerne sleeved.
oder in Hüllen packt, zu gut Deutsch. Denn erstmal, es liegt natürlich auch daran, dass ich natürlich unglaublich gerne Deckbilder spiele, aber dass sehr viele Spiele halt auch, eben auch Karten beinhalten. Und ich sag mal, die Spiele werden ja auch alle nicht günstiger. Und ja, und wenn man eben Karten viel mischen muss in so Spielen, dann ich hasse nichts mehr als abgeranzte Karten. Also bei so einem Stichspiel wie die Crew oder so stört mich das nicht so sehr, weil das so ein 10, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen so ein 10-Euro-Artikel ist. Aber da merkt man halt auch, dass ich irgendwie von Magic und dem Trading Card Game komme, so ursprünglich. Da ist undenkbar, ja, undenkbar, ja, dass da ohne Hüllen gespielt wird. Ne? Ja gut, also wenn man jetzt bei den Trading Cards natürlich dran ist, da... Aber es ist nochmal eine Welt, weil die haben ja richtig einen Sekundärmarkt und Marktwerte. Genau, da haben die Karten ja auch, da ist ja jede Karte quasi ständigen Preisschwankungen ausgesetzt. Und wenn du halt irgendwie jetzt ein Deck hast und die Karten sind 100, 150 Euro wert, so ungefähr, ja, ist deine 40 Karten oder was du da hast, ne? Dann möchtest du natürlich auch, dass du, auch nachdem du gespielt hast, noch die 100, 150 Euro an Kartenwert in der Hand hast. Ne? So sieht's und, aus. Und natürlich, was du ja auch nicht vergessen kannst gerade, jetzt gilt ja da nicht nur für Magic, sondern auch für andere Turnierspiele, halt auch in dem Bereich ist, die Hüllen erschweren es dir auf einem Turnier zum Scheißen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also da ist das was noch leider, mal, ja, das stimmt. Da ist das halt ja noch mal, da kommt halt noch mal ein anderes Level rein, glaube ich, warum man Hüllen benutzt. Aber ja, es ist, markiert halt Karten, ne? Wenn die genau, wenn du die Hüllen mischt, es markiert einfach Karten. Ja, oder auch wenn du so clever bist, du kannst ja theoretisch auch, wenn du gut bist, dir die Karten anders markieren, ohne dass es ein Schiedsrichter im schlimmsten Fall merkt, wenn du gut bist. Ja, ne? Ja, das stimmt. Ja, also Möglichkeiten gibt es, das kennen wir doch alle noch aus der Schule. Den Weg zu bescheißen, dass der Lehrer nicht merkt, schlauer sein als der Lehrer, ging immer irgendwie hin, wenn man es wirklich drauf angelegt hat. Ja, also darum soll es da anders sein. Ich glaube halt aber so ein bisschen, ich verstehe, ich bin ja mittlerweile auch da so ein bisschen in dieses, ich muss meine Karten einpacken, Loch ja gefallen, dank dir. Ich kann es verstehen. Auf der anderen Seite muss man aber halt auch sagen, dass man auch verstehen kann, dass es viele Leute nicht mehr machen mit ihren modernen Spielen, weil nimm mal ein Spiel von vor 10 Jahren, ja, da hast du ganz oft noch eine andere Kartenqualität als heutzutage. Also die Karten sind in vielen Spielen, gerade bei den hochpreisigeren Spielen, deutlich robuster geworden. Ja, und wenn dem nicht so ist, dann kassiert der Verlag, der es herausbringt, dafür aber auch einen Shitstorm. Ja, also dieses Abgenutzte ist, glaube ich, mehr eine Kopfsache. Bei ganz vielen Dingen. Aber ich kann es trotzdem verstehen, weil es einfach so für den Kopf sich einfach besser anfühlt. So. Total. Dass man halt diese Sicherheit hat oder diese mehr Sicherheit hat, dass eben nicht sofort eine Katsche reinkommt. Ne? Oder dass man sich halt nicht Sorgen machen muss, dass ich die Karte jetzt wegschmeißen muss, weil jemand mit seinen Fettfingern, ne, so schön mal doch irgendwie in die Tüte Chips und dann Karten angepackt, dann diesen Fettfilm drauf, ja. Dann tauscht du halt im schlimmsten Fall die Hülle und nicht irgendwie das Kartendeck für die Tonne. Muss, nee, das hatten wir ja schon mal, das Thema Fettfinger und so, aber man muss sagen, dass Hüllen auch davon, ja. Nein, sage ich ja, aber dann tauscht du aber unbrauchbar die Hüllen. Dann tauscht du aber die Hüllen und nicht, das muss nicht das Deck wegschmeißen, das meine ich. Das ist richtig. Ich habe auch letztens zum Beispiel eine interessante Theorie von jemandem gehört, der meinte, ich sleeve meine Spiele nicht. Ich spiele sie nicht oft genug. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ne? Ne? Ich meine, jetzt hast du zwar einen Deckbilder gesleeved, aber was nützt es dir, wenn der Deckbilder einmal mir auf den Tisch kommt? Das ja, genau. Das ist halt noch so ein Punkt. Ne? Also, ja. Aber grundsätzlich, also bei Deckbildern finde ich es gerade, also bei Spielen, wo halt viel gemischt werden muss, sorry, das muss einfach auch gesleeved werden. Also da bin ich ziemlich eigen.
Aber das ist halt so das Zubehör, glaube ich, wo das meiste Geld drin fließt bei mir. Und was so ein Spiel natürlich dann auch merklich teurer macht, ne? Weil wenn man mal überlegt, du zahlst irgendwie, sagen wir mal, so ein Deckbilder, weiß ich jetzt nicht, machen wir jetzt mal so ein, irgendwie so, weiß ich nicht, nehmen wir mal Imperium Legends oder irgendwie sowas. Ja, bis bei 300 Karten. Ja, genau, das sind 300 Karten, ne? Das Spiel kostet dann, sagen wir mal, 30 Euro oder was, ich sage jetzt mal den Preis, aber 300 Karten, dann hast du schon mal direkt 12 Euro mehr, ne? Ja. Nur für Hüllen. Ja, muss man halt wissen. Muss man halt wissen, genau. So, das ist halt der Punkt. Aber trotzdem will man es ja machen, ne? Weil gerade da, wo Karten gemischt werden oder viel gemischt werden, will man das Leafs haben. Also ich will die auf jeden Fall haben, sagen wir es mal so. Und das ist auch mein Zubehör, wo ich so am meisten, glaube ich, reinpacke, was man so gerne schon mal vergisst, ne? Dass das ja auch Zubehör ist, wenn man so will. Ja, wie gesagt, ich bin da so auch mittlerweile auf dem Trichter und habe in den letzten Wochen und Monaten ordentlich Hüllen bestellt und habe jetzt bald nahezu alles, was nicht in dieser kleinen Amigo-Schachtel ist, sozusagen in Hüllen. Ja, geht mir ja fast genauso. Ne? Also, aber jetzt muss ich das sagen, ich habe auch viele Kartenspiele. Fühlt sich aber auch gut an. Ja, es fühlt sich auch gut an, finde ich auch. Aber ich habe ja natürlich auch viele Spiele, wo Karten drin sind. Was mich nur richtig aufregt, das muss ich jetzt einfach mal sagen, ist natürlich, warum kann man nicht einheitliche Kartengrößen machen? Warum muss es so viele Spiele geben, die irgendeine Kartengröße drin haben, die nicht Standard ist? Ja, das ist natürlich... Immer Sondergrößen. Warum muss man Sondergrößen machen? Warum? Ja. Warum? Wofür? Was soll das? Das kann doch nicht preiswerter sein. Also nicht meine Herstellung kann preiswerter sein. Ich habe jetzt zum Beispiel, das habe ich jetzt auch gehabt, da habe ich versucht, Kartenhüllen fürs Spiel Tribun zu kriegen. Ne? Mhm. Natürlich haben die Sonderformat. Ja, aber das ist so ein Spiel, wo ich sage, okay, ist okay, dass die Karten Sonderformat haben, weil das Spiel hat ein römisches Thema. Mhm. Und dementsprechend sind die Karten in einem Format, wie es im alten Rom üblich war. Ja. Ja, das ist ja, dann wieder was, wo ich mir denke. Fluff-technisch okay, so, genau. aber ich denke mir halt so, aber trotzdem, warum muss es dann, also, es gibt ja dieses European Standard, ne, und es gibt halt dieses US-Standard oder was es ist. Ja, also wenn das eins von den beiden ist, okay. Also ich sag mal so, es gibt so diese typischen, es gibt ja, ich teile immer einen Mini, Small, dann gibt es irgendwie Standard, dann gibt es Large besonders große wie und Tarotkarte oder so. Aber das finde ich, setzen jetzt schon viele verschiedene Größen. Und das sind nur die Standardgrößen. Medium, also bei ich benutze die Argentinnen-Hüllen, genau, die haben noch Medium. Gibt es auch Medium, ja. Genau, dann kommt Large, Extra Large, dann gibt es noch Oversized. Das sind, ja, glaube ich, diese, was heißt es, sind diese breiter Charakter, als diese Charakterkarten aus Flashpoint zum Beispiel. Ja, genau. Also das ist so, also das, selbst die, und das, an denen orientiere ich mich ja auch meistens, so als Standardgrößen. Und also das finde ich schon echt krass, was es da so gibt. Ne? Und dann habe ich zum Beispiel, Machina Arcana kommen lassen, habe ich ja damals gebackt, aber ohne die Hüllen, weil ich dachte, was soll der Quatsch, warum soll ich jetzt so viel Geld für Hüllen ausgeben? das kannst du ja schön dann dir später holen, die Hüllen. Ja, das war keine gute Idee, weil dann waren da nur ein Riesenberg Sondergrößen drin. Also von einer Kartengröße, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Richtig krass. dann hatte ich nur Glück, dass die bei, ich glaube, die liefen über Board Game Circus, dass das die noch da noch irgendwie zwei Sets Hüllen hatten. Mein Gott. Dann habe ich die noch nachbestellt. Aber da habe ich nur gedacht, so, das kann nicht wahr sein. Ja. Gut. Also Hüllen ist schon, könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, wenn euch das interessiert. Da würde mich mal interessieren, seid ihr auch so Sleeven oder nicht Sleeven? Das wird ja immer sehr schön diskutiert. Das ist ja eine never-ending Story, das mit dem Sleeven. Also ich stehe dazu, ich bin Sleever. Ja, ich mittlerweile auch. Ja, also ganz klar. Team Sleeves. Team Sleeves, ja. Auf jeden Fall. Und Anti-Chips am Spieltisch, wenn die Deckbilder auf den Tisch kommen. Ja, aber Haribo ist unverfänglich. Haribo sind unverfänglich, richtig.
Unterstützt durch Produktplatzierung. Unbezahlt. Nennen wir es Fruchtgummi. Ja, das ist richtig. Ja, was nutzt du denn noch anderen Zubehör so? Ja, tatsächlich habe ich mir irgendwann mal, weil es einfach nervt, wenn alles auf dem Tisch rumliegt, so schöne kleine Bambusschildchen besorgt für so Token-Zeug. Da bin ich aber mittlerweile auch schon wieder ein bisschen von weg von diesem Bambusschildchen und habe auf größere Schalen gewechselt, beziehungsweise bin immer noch dabei, die aus dem 3D-Drucker kommen. Ja, okay, Luxus, ja. Ja gut, aber du benutzt auch deine Token-Schildchen. Ja, die sind ja wirklich futzi klein. Das sind ja so kleine, so, ich will nicht sagen Stahlschälchen, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendwie ja, so, doch, so Aluschälchen oder so. Oder irgendwie sowas. Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, es könnte so, sogar, es könnte sogar Stahl sein, so dieses Küchenschüssel-Stahlzeugs. Ja, genau. Also die habe ich auch, ja, ja. Für so Token. Ich finde das auch praktisch, ganz ehrlich. Ja, es ist einfach bevor so, man Token auf den Tisch legt. Hm. Ja, muss doch nicht irgendwie blöd greifen, kannst du schön aus der Schale rausschieben und nehmen. Ich habe das früher geht auch nicht verloren. Für Descent und so, für die alten Dungeon Crawl, die wir ganz am Anfang gespielt haben, da hatte ich noch nicht mal so Schälchen. Da habe ich solche Plastikdinger quasi in der Kurzwarenabteilung mir damals gekauft, ja. Wo die Nähsachen waren, wo dann so ganz viele kleine Fächer drin waren. Und da, die konntest du halt sehr gut benutzen dafür. Gab es in jeder Kurzwarenabteilung. Für übrigens günstiger, als wenn das offiziell für Brettspiele hergestellt wurde, ja, was uns derselbe Kram ist. Ja, ja, so ein Schwachsinn. Aber genau, da muss man einfach gucken. Und das ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Ja, und ja. Und was mittlerweile eigentlich auch immer auf dem Tisch ist, ist meine Würfelschale. Und mein Würfelteller. Ja. Den hören wir ja immer. Meinen hört man ja immer am Anfang von unserem Podcast. Ja, meinen ja auch, wenn ich dann für dich würfel. Aber der ist noch ein bisschen, das Filz ist, glaube ich, ein bisschen dicker als bei dir. Ja, das stimmt. Weil es ist tatsächlich ganz angenehm, da drin zu würfeln. Zum einen, weil es ein bisschen leiser ist als auf dem Holztisch. Und ob Absicht oder in meisten Fällen ja unbeabsichtigt, ne, so ein Würfel kullert ja dann noch gerne mal vom Tisch und dem beugt man damit auch ein bisschen vor. Also. Ja, es gibt einfach Menschen, die können nicht auf dem Tisch würfeln, das geht nicht, das schaffen die nicht. Ich weiß nicht, wie das geht, aber jedes Mal fliegt irgendein Würfel vom Tisch, dann ist man froh, wenn man so eine Würfel tatsächlich so eine Würfelschale hat. Ne? Kostet ja auch nicht viel. Ja, das ist richtig. Ne? Das ist ein recht, also gibt es in allen möglichen Farben, Variationen, Formen und kostet nicht viel. Was ich halt nicht brauche, ist so ein Dice Tower. Wollte ich gerade fragen, es lag mir schon auf der Zunge, ob du dich damit mal beschäftigt hast. Ich habe halt hier Don't Go In There, wo die Schachtel zum Würfelturm wird. Da wird er dann natürlich benutzt. So ein Spiel wie Flügelschlag würfelst du ja auch in den Würfelturm rein, ne? Aber weil es auch nett ist. Aber das ist halt so, das bringt halt das Spiel mit. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen, also ich bräuchte jetzt nicht einen Würfelturm für ein Würfelspiel, den dedizierten. Also den ich, ne? Nee. Ich finde, die meisten Würfeltürme sind auch eher so ein Deko-Ding. Ja. Die sehen halt, es gibt ja richtig hübsche, ne? Das muss man wirklich sagen. Die sehen auch toll aus, aber ist mir viel zu umständlich, da oben reinzuwerfen, die Sachen. Es gab mal bei ein Stretch Goal bei Zombicide, ein Würfelturm. Also das Ding war natürlich eine Frechheit, weil das einfach nur so ein Plastikleber, was man aufklappte, wo man oben die Würfel reinwirft, ja. Das hatte, sah nach nichts aus, da hat man so einen Aufkleber draufgeklebt und dann war das der, dann war das der Zombicide-Würfelturm. Benutze ich nie, so ein Schwachsinn. Also das brauche ich nicht. Ich finde halt Würfeltürme auch ein bisschen unpraktisch, ja. Weil so eine Würfelschale, ne, die schiebst du halt schnell auf den Tisch hin und her. Da ist nicht viel dran. Der Würfelturm ist halt immer schon ein bisschen größer. Ja, und ich bin halt jemand, der würfelt gerne für sich selber. Ja, und dann hätte ich halt auch gerne den Würfelturm vor mir stehen, dass ich für mich würfeln kann, ne, also zumindestens, ne, dass ich Das Gefühl habe ich Einfluss darauf, was da passiert und nicht irgendwie, dass da irgendwie am anderen Ende des Tisches steht und immer derselbe, der gerade daneben sitzt, kann und die Würfel einschmeißen.
Ja, genau das, ne? Weil du willst den Würfelturm ja nicht die ganze Zeit über den Tisch hin und her reichen. Genau. Und das sagte ich ja gerade, der Würfelturm ist irgendwie mehr so ein Deko-Element, wenn er denn gut aussieht, ne? Also so. Sag, wenn ja, so ein Spiel das so mit sich bringt, ne? Kannst auch bei Flügelschlag und auch bei You Don't Go In There, kannst du auch einfach so aus der Hand würfeln, ne? Aber er bringt das halt mit und dann ist er so ein bisschen vom Spielgefühl, ne? Ja, er macht, weil gerade bei bisschen, Flügelschlag, ne? Ja. Ja. Das sorgt ja so ein bisschen auch dafür, hier so, guck mal, ne, das passt zur Stimmung, wir machen hier einen auf Ornithologe oder was auch immer, was, ne? Also. Da ist auch dieses schöne Vogelhäuschen und. Genau. Das passt einfach. Dann passt das schon. Gemacht. Dann sage ich auch nicht, nee, pack weg, aber gesagt so, oh, jetzt, ich brauche jetzt unbedingt den Würfelturm, nee. So, also da, Fraktion. Kein Würfelturm. Also bin ich bei dir. Da sind wir uns auch einig. Ja. Und Fraktion Tokenschildchen. Ja, Fraktion Tokenschildchen. Also halten wir fest. Tokenschildchen, yeah. Würfelturm, no. Ja, und hier so. Würfelschale sehr gerne. Oder Würfelteller. Würfelschale, ja. Kommt aber drauf an, weil die ist ja nicht ganz so klein. Also die Würfelschale kommt bei mir nicht immer zum Einsatz, weil gerade wenn sehr viel Material schon auf dem Tisch liegt, also, dann kannst du die auch schlecht platzieren irgendwo. Das ist richtig. Also ich nutze sie tatsächlich auch eher, wenn wir jetzt wirklich mehr diese reinen Würfelspiele spielen, ja. Also ja, wenn, dann ja. Wenn du halt so, wenn du sowas hast, wie wenn wir jetzt Destinies oder so spielen, ja, wo eh ein großer Plan in der Mitte ist und du deine beiden oder deine drei Würfel vor dir da würfelst, dann dir noch quasi direkt abarbeitest, ja, dann noch eine Würfelschale hin und her reichen. Ist dann vielleicht. Nee, das macht doch keinen Sinn. Die nimmt dann sogar voll noch mehr Platz weg, sogar. Ja. Ist gar nicht so geil. Finde ich auch. Aber gerade halt so, wenn sowas wie Heckmeck oder so, wo wirklich die permanent gewürfelt wird, da macht das halt echt schon Sinn. Einfach auch, weil irgendwann nervt dich das, ne? Die ganze Zeit die Würfel auf dem Holztisch, dieses ist immer nur. Da-da-dum, da-da-dum, da-da-dum. Ja, das stimmt. Aber darum habe ich ja hier auf dem Tisch eine Spielmatte liegen. Ja, die nimmt halt auch schon viel von dem Lärm mit. Und ja, ein weiteres Zubehörteil. Bist du denn Team Spielmatte spielspezifisch oder einfach nur die Spielmatte auf dem Tisch, weil es deutlich angenehmer ist, Karten aufzuheben, Material zu verschieben etc.? Ja, ich bin neutral. Ein totaler Spielmattenfreund. Ein totaler, ja, aber halt Spielmattenfreund. Mehr so dieses Neutrale oder brauchst du quasi diese spielspezifischen Spielmatten, wo du genau weißt, das gehört dahin, das gehört dahin, das gehört dahin. Boah, schwierig. Also irgendwie ja. Also ich finde, also ich liebe Spielmatten. Oder Frage also, mit ja. Ja, oder Frage mit ja. Was soll ich sagen? Also ich sag mal so, jetzt muss ich wieder mein Magic auspacken. Ich habe schon damals immer Spielmatten geliebt und zwar Motivmatten. Und zwar auch mit Magic-Motiven. So, das klingt jetzt blöd, da steht nicht drauf, da ist der Friedhof, da ist deine Bibliothek zu legen und so weiter. Ne? Und hier ist das Battlefield oder so. Da steht da nicht drauf. Aber trotzdem mochte ich es, weil es einfach so eine typische Magic-Spielmatte war. Ne? Aber die ist natürlich aus mehreren Gründen gut, weil du hast deine Karten da drauf gelegt und nicht auf den schmockigen Tisch, je nachdem, wo du da gespielt hast, ne? Sondern hast halt diese Neopren-Spielmatte da liegen. Dann kannst du Karten einfach wirklich unendlich viel besser aufheben, als wenn die irgendwie auf so einem Holztisch liegen. Ja? Das ist schon ein riesen Unterschied. Ja. Aber ich finde, ganz ehrlich, wenn die Spielmatten nicht viel zu teuer sind, habe ich die bei den letzten Spielen, die ich so unterstützt habe, zum Beispiel bei Kickstarter, eigentlich mal mitgekauft, die Spielmatten. Oder bei Tainted Grail zum Beispiel habe ich sie jetzt sogar noch nachgekauft im Laden. Weil wir jetzt das Spiel angefangen haben und habe ich gedacht, wieso hast du eigentlich Spielmatte nicht? Ich habe die damit nicht mit unterstützt und jetzt habe ich sie doch noch, ich habe sie echt noch gekauft. Also gemischt, dann kommt so ein bisschen bei dir so ein bisschen noch aufs Spiel an und was die Spielmatte dann wirklich kostet. Ja, es ist genau, es kommen Spiel an, sie muss ja irgendwie, also einen gewissen Nutzen darf die Spielmatte dann schon noch mitbringen, außer nur nett aussehen. Ne? Also wenn, bei Tainted Grail ist es halt zum Beispiel so, da kommt das Gelände ja auch da drauf und da gibt es halt auch Felder für die einzelnen Karten und so weiter und das macht natürlich auch noch ein bisschen an der Stimmung, weil die natürlich auch toll aussieht, so dazu. Ne? Ja, aber ja, Entschuldigung. Zum Beispiel bei Destinies, da sind wir ja quasi den umgekehrten Weg gegangen.
Da sind doch eigentlich so Spielmatten bei und wir sind auf diese Double-Layer-Boards gewechselt, oder? Die dann Kickstarter dabei waren. Oder beim Spieleschmiede. Ja, da gibt's ja zwei Arten von Spielmatten bei Destinies, ne? Also es gibt ja einmal auch die Spielmatte, die so in der Mitte des Tisches liegt, wo man so die Landschaftskärtchen drauflegt. Und ja, so die meine ich nicht. Die finde ich aber auch ganz in Ordnung, weil ja, die natürlich auch super schön stimmungsvollen Hintergrund hat und so. Genau, aber die Playerboards quasi gibt's auch als Spielmatte. Genau, das meinst du, ne? Und das sind dann halt, es ist eben kein Double Layer, sondern die haben halt ja die Felder, wo man dann die Marker reinigt, so ein bisschen ausgeschnitten, dass man so die Würfel und Marker da so reinlegen kann. Die verrutschen dann auch nicht. Ja, die waren halt dabei, ne? Also da bin ich mir auch nicht sicher, ob man das wirklich braucht. Ich glaube, daher hätte ich auch gut mit dem normalen Playerboard umgehen können, wenn das Double Layer war. Das spielen wir auch eigentlich nur mit. Wir haben jetzt dreimal gespielt und wir haben immer das Papp Double Layer Board genommen und vom Gefühl. Nee, das stimmt nicht. Doch. Noch gar nicht. Doch. Nein. Wir immer, doch. Ganz sicher. Nein, wir haben mit der Playmate gespielt, auf jeden Fall. Nein. Haben die genutzt. Nein. Sag mal. Wir haben mit dem. Sicher, also garantiert habe ich das nicht gemacht, aber gut, okay. Egal. Aber ich höre, die braucht es dann tatsächlich aber nicht so dringend, das stimmt schon. Weil das kein Mehrgewinn ist, weil das Ding sieht einfach haargenau so aus, ja. Weiß ich nicht, das tut nicht zur Stimmung dazu. So, ne? Weiß ich nicht. Und ja, da finde ich es unnötig, aber so für den Bereich, wo man so die Karte auslegt, da finde ich es schön. Da finde ich es gut. Weil das ja auch so ein bisschen zusätzlich so eine Abgrenzung des Spielfeldes irgendwie darstellt. Ne? Also es räumt gefühlt den Tisch auch ein bisschen auf. Ne? Gerade bei okay, so Spielen, die ja viele Sachen da liegen haben. Das kann ich verstehen, weil man halt dann ja nicht so wild alles hinlegt und ja die Matte dir so ein bisschen halt eine Ordnung vorgibt, ne? Genau. Also ich rede natürlich dann auch davon, dass die Matte natürlich ein bisschen mehr vorgibt als der normale Spielplan des Spiels. Denn es gibt natürlich auch Spielmatten, die einfach nur der Spielplan auf Neopren sind. Ja gut, das räumt natürlich genauso viel auf, als wenn ich den Spielplan auf den Tisch legen würde. Ne? Also das macht natürlich keinen großen Unterschied. Ne? Aber wenn diese Spielmatte ein bisschen mehr kann, so, dann ist es ja durchaus interessant. Ne? Ja, tatsächlich bin ich noch nicht Team-Spielmatte. Aber es ist sowas, was ich durchaus in der Zukunft ändern könnte. Weil ich finde halt auch, wenn wir bei dir spielen, ne? Und dann liegt die neutrale schwarze Matte da und du spielst Kartenspiel oder so, das ist halt, es klebt nicht am Tisch, du ziehst dir das, du kannst es so aufnehmen, ne? Ohne große Probleme, das erleichtert schon einiges. Ist gut, ne? Finde ich auch. Ja. Ja. Finde ich auch. Also Spielmatte finde ich, also ich sag mal, Leute, die einen Spieltisch besitzen, die haben das Problem ja mehr oder weniger nicht, weil da sind die Spielmatten ja quasi eigentlich schon mit drin. So, ne? Das ist natürlich auch nice. Aber gerade, also dann nur doch kurz beim Spieltisch, ich meine, da ist es eigentlich ja auch so ein bisschen Pflicht, ne? Weil beim Spieltisch kannst du halt nicht hingehen, irgendwie die Karten dir bis zur Tischkante ziehen und aufheben. Nee, genau, eben. Ja, da ist es schon Pflicht. Also das wäre halt blöd. Wenn du dann einen Spieltisch hast, dann hast du einen Kartenkleben dran, dann ist der Nutzen vom Spieltisch ganz schnell für die Tonne. Dann mit der Erhöhung am Rand. So, wie kriege ich meine Karten hoch? Oh nein. Ja, ist geil, ne? Ja, nee, also da finde ich es auch. Also nee, aber so eine Matte, ich bin froh, dass wir diese große Matte hier geholt haben. Damals, das ist schon stark, ne? Weil das zum Spielen wirklich, wirklich gut ist. Ja. Tatsächlich, für viele Spiele. Ja, also kann ich nur zu raten, wenn man einen Tisch hat und Bock auf so eine große Spielmatte holen, die kostet ja im Verhältnis in die großen ja sogar günstiger als die kleinen, muss man tatsächlich sagen. Das stimmt. Und das lohnt sich ja schon, ne? Finde ich auch. Ja, was kann ich sagen? Was gibt's denn noch für Zubehör? Also es gibt ja noch eine ganze Menge anderer Kram. Was ich zum Beispiel, ich denke, worüber man ja auf jeden Fall sprechen muss, sind Inlays, oder? In Spielen. Die gehören ja auch zum Spiel Zubehör. Ja, definitiv. Da ist auch ein ganzer Markt draus entstanden. Da ist ein ganzer Markt draus entstanden. Benutzt du Inlays? Ich habe kein Inlay irgendwie jetzt mir gekauft zusätzlich. Mhm.
Was ich aber mittlerweile mache, was auch echt Spaß macht, ist mir die Inlays halt zu drucken für bestimmte Sachen. Okay. Tatsächlich ist auch dieser Inlay-Druck mit einer der Gründe gewesen, weswegen ich diesen Wunsch geäußert hätte, gerne mal einen 3D-Drucker zu haben, so als Geschenk. Und der zum Beispiel habe ich mir dann fürs Dice Theme Park ein komplettes Inlay gedruckt. Und das ist schon nicht verkehrt, weil wenn dann alles schön sortiert ist und auch seinen Platz hat, das hilft A beim Spielaufbau und B schützt es auch ein bisschen dein Material, wenn du den Karton mal bewegst. Also nicht, dass wenn du einen Karton bewegst, dass da normalerweise was kaputt geht im Karton, aber es ist halt so verstaut, dass du nicht irgendwie Angst haben musst, dass gleich irgendwie am nächsten Aufmachen alles rausfällt, nur weil du den Karton von A nach B gestellt hast. Ja, das ist dran. Ja. Ich meine, bevor wir jetzt mal so auf die einzelnen Indies gehen, ne, was ich ja festgestellt habe, was auch eine positive Entwicklung ist in den meisten Fällen, dass viele Spiele schon Inlays haben inzwischen, die auch ganz gut sind, tatsächlich, um die Sachen da drin zu verstauen. Es wird mehr. Du meinst aber richtig Inlays, ja, und nicht einfach nur einen Transportschutz. Ja, es gibt ja so beides, ne? Also, ich sag mal, ja gut, das, bei Kickstarter siehst du es halt öfter. Da hast du halt schon so Game-Tray-Inlays, ne? Ja. Ich sag mal zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist aber auch hier Endless Winter gewesen. Zum Beispiel Endless Winter hat gefühlt ein Inlay. Wo, ne, da gibt es sogar, sogar so einzelne kleine Teile für jeden Spieler, wo sein Material drin ist, die man einfach rausgeben kann. Und was in diesem Inlay auch wichtig ist, die Karten passen mit Sleeves rein. Was auch das ist sehr angenehm, ja. Krasser Pluspunkt ist. Das hat Endless Winter einfach in der Retail-Version, sage ich mal, schon drin. Und das finde ich stark. Das hat man halt nicht überall. Ne? Und die zeigen halt so ein bisschen, wie es geht, wie man so ein Spiel also auch aufmachen kann. Ärgerlich ist natürlich dann, dass da direkt drei Erweiterungen zu rauskommen und die leider nicht reinpassen. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Aber grundsätzlich, das Grundspiel kann man sehr, sehr schön, wirklich sehr, sehr schön einpacken und auspacken. Mhm. Mega gut. Wirklich mega gut. Und das ohne sich ein Inlay gedruckt, gekauft oder zu irgendwas zu haben. Ja, ist natürlich positiv, weil man hört halt zum Beispiel auch ganz oft so, ja, das Spiel hat gar kein Inlay oder da passt nichts rein. Und dann denkst du dir so, ja, warte mal, da ist kein Inlay drin, dann ist ein Tiefziehteil, das ist der Transportschutz. Ja. Nimm das Stück Pappe raus. Das ist nicht als Inlay gedacht, das ist, damit hier nicht alles rumfliegt an Teilen. Ne? Weil dann ist der Stanzbogen oben drauf und die Plastikteile schön in einer Tüte so. Ja, in wenn Mitte das sehr drin. Gut kann, kann man aber den Namen nennen, der Fantasy Flight Games, ne? Da ist ja quasi kein Inlay drin, da ist eine Pappe drin. Und die Schachtel ist riesig für sehr wenig Inhalt manchmal auch, ne? Tatsächlich. Wenn da noch Luft drin ist, ja was anderes. Auch selbst wenn nicht so viel Luft drin ist, ja tatsächlich so. Du willst halt nicht, dass deine Plastikteile, ne, in den Tütchen Klar. hin und her rutschen. Und da liegen halt nur die Stanzbögen drauf. Aber das ist halt kein Inlay in dem Sinne. Im Inlay hast du aber halt für deine Bauteile, besser. Ja, im Inlay hast du halt für jedes deiner oder für die meisten der Komponenten einen dedizierten Platz. Und ja, da bin ich eigentlich echt ein großer Freund von. Tatsächlich, ich würde jetzt nicht irgendwie 60 Euro für so ein, weiß ich nicht, gibt ja diese Holz-Inlays, ne? Ja, aber hast du die mal gesehen? 50, also die sehen fantastisch aus, ohne Frage. Also ich weiß zum Beispiel, also in unserer Gloomhaven-Kampagne, die wir gespielt haben, der Michael, dem das Spiel gehört, der hat sich da wirklich ein komplettes Inlay für diese Riesenbox geholt und das war so mega praktisch. Also unendlich praktisch, weil der Aufbau und Abbau, also ich meine, er hat es aufgebaut, aber trotzdem, das wirkte einfach so geordnet, auch in der Schachtel so gut geordnet. Einfach stark. Das ist dann einfach aber auch so ein stark. Spiel. Also Gloomhaven ist auch so ein Spiel, wo du dir dann aber auch denkst, ich habe jetzt
120 Euro fürs Spiel bezahlt. Ich spiele da jetzt 2 Jahre dran, so ungefähr. Ja, das kommt dann auch regelmäßig auf den Tisch. Und wenn du dann halt so ein Inlay dir holst, was wirklich durchdacht und von hoher Qualität ist, ja, dann hast du ja auch tatsächlich einen Mehrwert über die Spielzeit, ja, weil, ne, du hast halt einen schnelleren Auf- und Abbau im Grunde. Vor allen Dingen halt einen Aufbau, weil es halt alles schön sortiert ist. Natürlich. Auch den Abbau, und, der ist ja auch nicht von Hand zu weisen. Und tatsächlich bräuchte es dann auch schon so ein Spiel bei mir, wo ich weiß, das ist über einen langen Zeitraum sehr oft gespielt, damit ich da jetzt irgendwie wirklich so nochmal die Hälfte von dem, was das Spiel gekostet hat, ins Inlay stecke, ne? Ja, was bringt dir das tatsächlich, wenn das Spiel irgendwie 2 Jahre im Schrank steht, aber du das schöne Laserox oder wie sie heißen, Inlay dann da drin hast? Ja? Bringt dir gar nichts. Ne? Ja, das bringt gar nichts, das stimmt. Also es muss schon ein Spiel sein, wo erstmal, finde ich, muss ein Spiel sein, was auch den Aufbau rechtfertigt, wo einfach auch so ein Aufbau zu machen ist, wo es sich lohnt. Ich habe persönlich überhaupt kein einziges Inlay. Zumindest mir nicht gekauft. Habe ich einfach nicht. Keine Ahnung, also obwohl zum Beispiel bei Miniaturen spielen und so, wird es ja schon mal, da gibt es ja auch diese Feldherr-Sachen zum Beispiel, ne? Wo die ja extra auf manche Spiele zugeschnitten sind, was ja auch echt geil ist, weil du die Minis dann da super geil reinbekommst und so. Das ist schon toll. Also es gibt da wirklich richtig guten Stuff. Macht doch bestimmt für dich Sinn für Zombicide. Ja, nee, da haben die Werkzeugkoffer für mich Zombicide. Weil ich habe die, also das ist dann interessant, wenn die Figuren bemalt sind. Weil dann willst du die ja nicht einfach alle in so eine Schachtel schmeißen, ja, sondern willst du die ja schon schützen. Ne? Wenn du die aber wie ich nicht bemalt hast, dann ist es egal. So, ne? Also dann finde ich das affig, dann will ich ja nicht jeden einzelnen plastikkleinen Zombie da in so ein Feldherr-Inlay reinlegen. Ne? Das ist mir dann doch, das ist doch ein bisschen too much. Ich habe aber ein einziges Inlay, habe ich tatsächlich, was auch zusätzlich gekauft wurde, was wurde mir aber geschenkt, muss ich dazu sagen. Und zwar für Eldritch Horror. Ich liebe Eldritch Horror und da kann man zwar auch eine Grundsatzdiskussion aufmachen, was da besser ist, Arkham oder Eldritch Horror, aber ich finde beide gut. So, aber Eldritch Horror habe ich halt alles von und dann hat man mir zum Geburtstag damals, weiß ich noch, haben die zusammengelegt, haben mir so eine Holzkiste geschenkt, so eine richtig dicke Holzkiste und das zugehörige Inlay. Und da passt jetzt alles von Eldritch Horror rein. Alle Erweiterungen, alle sind da drin und die Kiste ist echt geil. Also wenn wir jetzt Eldritch Horror spielen, wird diese Kiste ausgepackt und richtig cool. Da ist halt auch alles schön geordnet drin. Hat mir sehr gut gefallen. Oder sieht hammermäßig gut aus. Das Einzige, was mir nicht gut gefallen hat, war auch so ein Holzinlay, aber man musste das alles noch mit Holzkleber, Leim oder Holzleim zusammenkleben. Das war kein Stecksystem. Und das finde ich persönlich furchtbar. Das war sehr nervenaufreibend. Ja. Jetzt zählt es natürlich, ne? Aber trotzdem, das macht keinen Spaß. Also da bin ich ein Freund von Stecksystemen. Er macht es dann einfacher. Sehr viel einfacher. Benutzerfreundlicher. Ja, das ist furchtbar. Also, aber es ist schon, aber jetzt natürlich im Nachgang ist natürlich geil, ne? Ja. Diese geile Holzbox, das macht natürlich, das wertet das ganze Spiel ja auch auf, ne? So, das macht ja einen ganz anderen Eindruck, wenn das auf den Tisch kommt. Aber wo auch übrigens ein schönes Inlay drin ist, Ultimate Railroads hier, diese große Ultimate-Box. Mhm. Das ist auch sehr schön gemacht. Ne, da ist dieses Inlay ist zwar aus Pappe, das musste man sich, glaube ich, auch ein bisschen selber basteln dann am Ende. Aber es war dabei. Ne? Konnte man einfach zusammenstecken und dann hat man auch ein sehr schönes Inlay und sehr schön sortiert alles, weil für jede Sache, für jedes Fach war beschrieben, was da reingehört. Und das war auch von. Ja. Ich meine, das ist ja auch so eine Art Big Box. Ne? Ich meine, ich habe auch diese Everdale Big Box, da ist natürlich auch ein tolles Inlay drin, wo alles reinpasst, aber das meine ich ja gar nicht, ne? Das zählt ja nicht. Aber diese ganzen Laserox-Inlays oder diese, wie heißt das hier, diese Foam-Inserts, die so ein bisschen, wie heißt denn die? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt so Schaumstoffzeug, so hartes. Kannst du dir auch günstig selber kaufen und zurechtschneiden. Das ist ja so, nicht so Styrodor, sondern, wie heißt denn? Aber ja, genau. Aber das ist natürlich auch noch ganz cool, wenn das du selber machen kannst. Ne? Da habe ich mal eins auf dem Sekundärmarkt gekauft, da war das mit drin. Okay, aber. Ansonsten sage ich, dafür spiele ich Spiele zu selten.
oder die meisten Spiele zu selten, dass sich für mich solche wirklichen Inserts lohnen. Ich habe mir das ja mal angeguckt. Ich schleiche da ja öfter schon mal drum rum, ne? Wenn die so irgendwie im Angebot sind oder E-Raptor oder wie die heißen, da wieder Angebote machen, 50% Discount oder so, dann gucke ich ja schon mal, was für welche Spiele sind die denn? Ja. Und dann denke ich mir aber so, warum soll ich mir jetzt für, weiß ich nicht, für irgendein Spiel das Insert, selbst wenn es Discount hat, kostet immer noch 30€ plus Versand. Und dann spielst du das Spiel ja trotzdem nicht öfter durch, ne? Ja, das ist das eben. Also ich glaube dafür, das muss halt echt so, wenn ich mir wirklich so ein High-End-Insert kaufen würde, muss das echt so ein Spiel sein, was mein absoluter Liebling ist, der wirklich regelmäßig dann auch auf den Tisch kommt. Also, für Spirit Island würde ich mir kaufen noch. Da habe ich schon überlegt, wenn es was gibt, mir das kaufe, weil das einfach schon eins meiner Lieblingsspiele ist und das kann, darf auch gerne gut eingepackt sein. So. Also sind wir bei Inlays so, muss man nicht haben. Zip-Beutel sind auch okay. Nee, muss man nicht haben. Ja, ich finde Zip-Beutel gar nicht schlecht. Oder wie gesagt, ich sage nur Kurzwarenabteilung. Ich habe das zum Beispiel tatsächlich in die Spielschachteln drin reingelegt. Dass wenn man das einfach perfekt rausholt und hast man dann, denn, wenn das reinpasst, dann packe ich das aus und sind alle Token aussortiert. Ja. So, das funktioniert schon ganz gut. Ich sage, ich bin nicht gegen Inlays oder ich finde nur, vielleicht haben wir die Möglichkeit, dem einen oder anderen Spiel, dass sie einfach von sich aus schon besser eingepackt sind. Wie zum Beispiel, fällt mir gerade der Name nicht ein. Verdammt, es gibt so eins, da ist auch ein richtig gutes Inlay drin. Egal, jetzt habe ich es vergessen. Aber trotzdem, es gibt halt Spiele, da ist das vornherein drin und das finde ich dann auch sehr stark. So, vielleicht dafür dann lieber 3€ mehr für das Spiel bezahlen und dafür ein richtig gutes Inlay schon grundsätzlich im Spiel haben. Ich wollte gerade sagen, bezahlst du halt als Spieler mit und es bezahlen alle Spieler mit, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Das muss man dann als Hersteller auch immer. Das stimmt. Also ich meine, ich würde es machen, weil ich denke mir, so ein Inlay kostet richtig viel Geld und wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein Game Trace, aus Plastik, sag ich mal, ne, so Game Trace oder wie die heißen. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich mir das so angucke, wie das bei End of Winter aussieht, ja, mein gut, End of Winter ist jetzt auch nicht das 30€-Spiel, aber trotzdem, wenn ich jetzt da die Wahl hätte, zahl 3€ mehr und dafür ist das vernünftig eingepackt, ja, würde ich jetzt sofort machen. So, ne? Ja, ist für mich keine Diskussion. Finde ich richtig gut. Ja, besser als wenn du dann irgendwie so ein Fantasy Flight Game aufmachst und dann die Pappe rausnimmst und dann nichts mehr drin ist. Einfach eine leere Schachtel, wo man einfach den Kram reinschmeißt. Ja. Das wäre mir halt zu wenig. Ne? Na gut. Wie gesagt, da ist halt dann bei mir tatsächlich Team Zip-Beutel funktioniert auch. Ja, funktioniert ja auch. Ne? Also habe ich auch kein Problem mit. Aber wie gesagt, also Inserts würde ich auf jeden Fall ehrlicherweise nicht so viel Geld für ausgeben. So. Also eher nee. Vielleicht müssen wir uns mal den Dominik von den Würfelwerfern oder von der Brettspielgalaxie nochmal schnappen. Der soll uns mal zeigen, wie er seine Foam-Inlays bastelt. Ja, genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die haben ja auch irgendwie über sowas, ich weiß gar nicht, ob sie auch über Zubehör geredet haben, über Lagerung haben sie, glaube ich, geredet. Da war das, glaube ich, Thema. Dass er da die sich die selber bastelt, diese Foam Inlays, vielleicht kann er uns ja begeistern dafür. Wir machen ja zeigen, viele. Wie simpel das ist. Ja, ich glaube, es machen viele. Also ich glaube, das ist gar nicht, also wenn das so viele Leute machen, denke ich mir, so schwer kann es eigentlich gar nicht sein, ne? Müsste man eigentlich sich mal mehr mit beschäftigen irgendwie. Ah gut, was man nicht alles müsste, ehrlicherweise. Ne? Naja, gut. Ja. Ja, okay. Inserts. Was gibt's denn noch so an Zubehör? Haben wir was vergessen? Was Wichtiges? Auch gerade schon. Jetzt so Pimp, also dieses klassische Pimp My Board Game. Ja, Zubehör ist ja nicht unbedingt Pimpen, ne? Also nee. Die Metallmünzen sind ja jetzt für mich oder sowas, ne? Ja, das ist kein Zubehör, ne? Ja, das ist halt schon so, das ist halt mehr dann
Das Upgraden. Ersetzt halt Spielen, das ist halt, genau, ist halt mehr so Upgraden, weil das ist halt schon dann sehr spielspezifisch. Du kaufst jetzt nicht mehr Teilmünzen und packst sie damit auf den Tisch quasi, um, um Metallmünzen auf dem Tisch zu haben, auch wenn sie gar nicht zum Spiel passen. Das ist ja so, ja. Ja, das, ja, das, ist, halt, das ist halt so Pimp My Board Game und nicht, nicht diese, kein Brettspielzubehör in dem Sinne. Nee, das ist Pimp. Das ist einfach Upgrade des Spielmaterials. Ja, das finde ich auch. Das hat mit Pimp, also mit Zubehör nicht viel zu tun. So aus dem Bauch würde ich fast sagen, wir haben das Wichtigste an Zubehör durch. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also, wenn euch noch was einfällt, was wir nochmal besprechen sollen, schreibt es einfach mal in die Kommentare und so weiter. Genau, ja, wie gesagt, halt nicht irgendwie Pimp My Board Game schönere Marker, Gold, Metallmünzen etc. Das ist halt für uns nicht Zubehör im klassischen Sinne, sondern das ist das Spielmaterial aufbessern, Spiel an sich schöner machen. Ja, wahrscheinlich haben wir die Hälfte noch vergessen. Genau. Wahrscheinlich würden uns jetzt irgend so ein Messehersteller. Ah, doch, eine Sache weiß ich noch, fand ich ganz spannend. Habe ich ein einziges Mal, fällt mir gerade ein, bei Zombieside mit bestellt. Was ich sonst nicht mitbestellt habe, war Kartenhalter. Also gibt es ja, ich meine jetzt also nicht die Kartenhalter, den Kartenhalter, den man so vor sich stellt, wo man seine Handkarten reinsteckt. Den gibt es ja auch noch, ist auch noch eine Art von Kartenhalter. Stimmt, ja. Fällt mir gerade ein. Sondern wo ein Stapel Karten reingestapelt wird, weil die bei Zombieside ist ja so, da hast du ja diese Ausrüstungskarten und Spawnkarten. Hm. Und dann habe ich ein einziges Mal, habe ich die mitbestellt, so, da waren so vier Stück drin, wo man so die Minikarten dann so reinstellen kann. Habe ich immer gedacht, brauchst du nicht den Schwachsinn. Ich muss aber sagen, für Zombieside hat sich festgestellt, dass es richtig gut war. Denn ich sleeve, wie gesagt, die Karten. Und wenn du mal so einen Kartenstapel gemacht hast, der etwas größer ist mit kleinen Karten und gesleevte Karten, wird man feststellen, die sind ganz schön glitschig. So wackelig. Das heißt, der Kartenstapel fällt 35 Mal um. Und in diesem Kartenhalter fällt er eben nicht um. Das hat sich bewährt. Tatsächlich. Ja, das klingt tatsächlich nach vernünftig. Vernünftiges Zubehör. Ja, tatsächlich. So, habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Und halt, wie du gerade schon sagtest, halt diese Kartenhalter, um Karten festzuhalten. Also, es gibt Leute, die schwören darauf, dass sie dann vor einem stehen, die Karten, man sie nicht in der Hand hat, aber irgendwie bin ich so Typ Kartenhand. Ja, es sind Handkarten. Gehört in die Hand. Genau. Ja, also ich kann das aber auch verstehen, dass Leute sagen, nee, ich brauche die ganze Zeit nicht in der Hand, dann habe ich die Hände frei, kann andere Sachen machen. Und ich sehe meine Karten, ich habe einen besseren Überblick, weil die verdecken sich ja nicht, die kann man ja schön nebeneinander stecken. Ja, das heißt, man sieht die gesamte Karte. Das hat sicherlich Vorteile, auf jeden Fall. Wobei es mir wahrscheinlich tendenziell nerven würde, die Karten dann immer da irgendwie reinstecken zu müssen und wieder rausziehen zu müssen. Und ich weiß nicht, ob es mich nervt, aber ich bin so der haptische Typ. Ich muss halt in der Hand haben, so, ne? Also so vor mich da gestellt, so irgendwie das, nee. Jetzt, als ob da so die direkte Verbindung Hand-Hirn ist, ne? Ich habe die Karte in der Hand, ich verstehe sie. Sie steht vor mir, ich muss fünfmal lesen. Weißt ja, ich meine? Schon. Ja. Ja, also da muss ich sagen. So ein psychologischer Faktor. Ja, da verzichte ich einfach drauf. Das brauche ich nicht. Mit den Kartenstapelhaltern muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen angetan von. Das, vor allen Dingen, wenn du Kartenhüllen benutzt, sind die nicht schlecht. Weil wie oft fallen diese Stapel um, wenn du die Kartenhüllen drum hast? Gar sind nicht die so gebrandet sein. Von Zombieside oder kannst du die generisch? Natürlich kannst du die generisch benutzen. Ja, die kannst du generisch benutzen. Die sind nicht, ja, vielleicht steht da irgendwo Zombieside drauf, aber nicht zu deutlich. Also die kannst du, aber es ist halt nur für Mini-Karten, ne? So, das, weil die ja, Zombieside hat ja keine anderen Karten außer Minis. Mhm. Aber weiß nicht, da gibt es ja andere Möglichkeiten, sich die bestimmt auch für Standardgröße und so zu holen, wenn es viele gibt, ne? Also da habe ich schon mal nachgedacht, ob man das nochmal machen sollte, weil das ist, das ist schon nicht ganz unpraktisch. Tatsächlich nicht. Also gerade bei gesleeften Karten. Wenn es dann auch gut zum Nachziehen und so funktioniert, also dass da nichts störend dran ist, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und wahrscheinlich auch nichts, was jetzt Hunderte von Euro kostet. Ne? Nee, überhaupt nicht. Eigentlich muss ich das jetzt, wo wir drüber sprechen, muss ich das eigentlich nochmal eruieren irgendwo.
wo ich das für Standardkarten eigentlich auch nochmal herbekomme. Weil das brauche ich, was heißt brauche ich ja, was man halt so braucht, ne? Aber das hätte ich, glaube ich, schon noch ganz gern. Das ist, für Minikarten habe ich es ja, wie gesagt, schon, aber Standardkarten eben noch nicht. Und ich glaube, das kann kein Fehler sein. Da wäre ich pro. Für Kartenstapel pro, für Handkarten eher nicht. Ja, da ist bei Handkartenhaltern ist halt das Einzige, wo ich da sage, könnte eine Hilfe sein, sind so, wenn du halt mit Kindern spielst. Ja, ja klar. Die müssen, weil die Karten ja irgendwie tendenziell kleinere Hände, und da sind dann, dann ist irgendwo bei 5-6 Karten in der Hand halten auch Schluss. Wird schwierig. Ja, das denke ich auch. Da macht es vielleicht noch Sinn. Ja, das glaube ich auch. Ein bisschen zu erleichtern, ne? Aber auf der anderen Seite ist auch ein Lernfaktor. Ja, stimmt. Also, genau. Aber das fiel mir gerade noch ein. Die Kartenhalter sind noch wichtig, ne? Hm. Ja, ansonsten, jetzt bin ich aber auch fertig. So mehr Zubehör fällt mir jetzt auch nicht ein. Und ansonsten verlassen wir uns jetzt einfach mal auf unsere Community, die uns alles, was wir vergessen haben, noch um die Ohren hauen wird. Das dürft ihr auch gerne machen. Wir wollen ja, es gibt ja auch schon so einige Content-Creator, die ja, genau, die verkaufen ja auch schon, ne, so Zubehör, ne? Wenn ich da so, einige haben das schon, ne? Oder ich meine hier, kann man mal sagen, Hunter and Friends, die haben auf jeden Fall was, ne? Die verkaufen auch, so Schälchen und so Kram. Ich glaube auch, die Spiele-Dinos haben da diese Brettspiellösung oder wie das heißt. Die haben auch sowas in der Art schon. Ne? Also das kann man auch sich ein bisschen schlau machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, ne, solche Sachen sich zu besorgen. Ja. Demnächst die Dice Brothers Blockspiele Kartenhalter für den Tisch. Ich weiß ja nicht. Nee, ich glaube nicht. Nicht? Nee. Ich dachte, wir werden Kartenhalter-Millionäre. Ich dachte eher daran, wir lassen Sleeves produzieren mit unserem Logo. Und verteilen die schön an die Spieltische. Ach, so als Giveaway, ja? Ja, ich glaube, dafür sind die ein bisschen teuer. Aber so grundsätzlich, so, ja, stell dir mal vor, so ordentliche Dice Brothers Sleeves so für die Karten. Das wäre doch geil. Ich glaube nämlich, das fiel mir nämlich letztens ein, weil ich das irgendwie bei einem renommierten Magic, also ist ja keine Magic-Kartenhersteller, aber eine Firma, die sehr viel genutzt wird von Magic-Spielern, nämlich Create Your Own Sleeves, habe ich gesehen, wo du dein eigenes Motiv auf die Sleeves packen kannst. Und da habe ich gedacht, wie geil, dann machst du einfach das Dice Brothers Logo drauf oder Blockspiele-Logo oder wie auch immer. Und dann kann man schön seine Brettspiele mit dem eigenen Logo spielen. Obwohl ich aber sagen muss, ich benutze fast nie Motivhüllen für Brettspiele. Ja. Immer durchsichtig. Ja. Ein ganz spezielles Zubehör fällt mir noch ein. Oh. Was denn? Das ist so speziell, das haben wahrscheinlich, das haben fast nur wir. Unsere Wuttische. Unsere was? Ah, ja, oh ja. Die braucht man einfach, damit es nicht zum Tableflip kommt, ne? Unsere kleinen Wuttische. Für den gepflegten Tableflip am Rand. Genau. Ja, sehr schön. Ja, gut. Die Wuttische, ja, verzeihen. Ja, das habe ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt gerade, das stimmt. Ja, krass. Ja, gut, den letzten Mal soll es Bonus Abdon, mal stehen. Was verspreche ich ihm jetzt, wenn der Abdon es schafft nach Mettmann, da wohnt ja Mettmann, wenn wir uns zum Spielen treffen, kriegt er von mir ein Set Wuttische geschenkt. Na dann, wird er das bestimmt machen. Sehr gut, aber der kann dich auch hier treffen, dann spiele ich nämlich mit. So. Nur weil du nicht nach Mettmann möchtest. Ja, ihr seid aber mobiler als ich, also von da aus. Na gut. Ja, wie gesagt, wenn euch noch was einfällt, was wir vergessen haben, lasst es uns wissen. Immer lasst uns damit auch wissen, zu welchen Teams bei den jeweiligen Zubehören, die wir besprochen haben, ihr gehört. Interessiert uns auch. Lasst uns darüber diskutieren, gerne auch auf unserem Discord. Da ist ja mittlerweile gut Leben. Schon ein bisschen mehr Leben, sagen wir es mal so. Ja. Ja, aber da dürfen auch gerne noch mehr hinkommen. Dann können wir noch viel mehr Leben da reinbringen. Ja. Ja, warum nicht? Schon geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann
wollen wir das erstmal so belassen mit unserem, mit unserer Philosophiererei über Zubehör, ob wir Team Ja oder Team Nein sind. Mit dem gefährlichen Halbwissen, was wir hier verbreitet haben. Mit unserem gefährlichen Halbwissen, genau. Ja gut, aber was heißt Halbwissen? Wir haben uns ja auch ein bisschen mehr darüber unterhalten. Finden wir es gut oder finden wir es nicht gut, benutzen wir es. Das ist doch kein Halbwissen. Ich weiß ja, ob ich es benutze. So, ja. Das ist richtig. Und bevor wir zum Ende kommen, ich hau noch einen raus. Ein Aufruf, von dem Jörg auch noch nichts weiß, wo er jetzt erst von erfährt. Ich bin gespannt. Jörg, deine Aufgabe wird sein, in einem unserer Podcasts demnächst, ja? Ich suche noch einen Community-Gegner, der kann sich hier gerne melden. Und zwar möchte ich gerne, dass du gegen einen Community-Gegner spielst, kniet's ja oder nicht. Ach du heilige Bimbam. Ich schmeiß euch Spielenamen um die Ohren und ihr sagt mir, kniet's ja oder nicht. Ich fühle mich ein bisschen vorbereitet, muss ich ja sagen. Ne? Dadurch, dass wir ja hier diese, BGG-Sachen machen, da waren schon sehr viele Knizias bei, wo ich nicht mal ansatzweise gedacht habe, dass das Knizias sind. Ja. Wie willst du dagegen vorgehen, dass hier parallel schnell geguckt wird, von wem das Spiel ist? Nennt sich Fairplay. Ansonsten, okay, müssen wir Discord, ansonsten müssen wir eine Discord-Kamera laufen lassen und Hände immer in die Kamera. Ja, ist fair. Okay. Also, alles klar. Das ist ein cooler Aufruf. Also, an die Community. Wer möchte gegen mich antreten und glaubt, dass er besser weiß, welche Spieler von Knizia sind oder nicht? Das finde ich einen geilen Move. Also, meldet euch. Und keine Sorge, ich kenne viele. Nein, ich habe trainiert durch unsere Podcast-Folgen. Ich habe einige Knizia-Titel auf dem Schirm. Keine also Sorge. Seid gewarnt. Ich glaube, da sind genug Knizias bei, wo du sagst, sie sind kein Knizia. Ich befürchte es. Aber pst, ist egal. Obwohl wir wollen ja, dass Leute siegesicher sind. Kann derjenige was gewinnen? Das ist eine gute Frage. Natürlich kann der was gewinnen, aber wir wissen noch nicht was. Okay, der oder diejenige natürlich. Wir überlegen uns was. Also. Na gut. Ja, komm. Auf jeden Fall, jetzt bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, also ich soll jemanden organisieren oder ich soll jemanden auswählen? Nein. Das ist der Aufruf an die Community. Wenn ihr gegen Jörg Knizia oder nicht spielen wollt, sagt uns Bescheid und wir finden den Termin. Geilomat. Weil das ist super. Ich denke, ihr habt alle einen Computer zu Hause oder irgendwas mit einem Mikrofon, wo man quatschen kann und dann kriegen wir das schon hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist geil. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie viele Leute sich melden. Ich bin wirklich gespannt. Ich würde sagen, meldet euch irgendwo als Kommentar oder im Discord. Wir kriegen das schon mit. Ja, klar kriegen wir das mit, auf jeden Fall. Also entweder als Kommentar bei YouTube, als Kommentar im Discord. Oder schreibt an redaktion@blogspiel.de irgendwas. Und dann mal gucken, wer sich ja meldet. Und dann geht es, Knizia ja oder nein? Ja, Knizia oder nicht? Ich bin gespannt. Boah, das ist krass, das ist eine geile Idee. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schlag den Yogi im Knizia-Quiz. Ja, vielleicht muss ich mal gucken, was für einen schönen kleinen Preis finden. Ja, da lässt sich schon was finden. Da bin ich ganz optimistisch. Vielleicht gibt es ja ein Original Knizia zu gewinnen. Und da gibt es eine Menge Wahl. Ob das so gut ist, wird sich dann zeigen. Ja, wir besorgen hier. Also, wenn dann plötzlich so ein Battle-Line kommt, da waren wir beide überrascht beim letzten Mal, dass es ein Knizia ist, ne? Ja, das war echt krass. Das war echt krass. Okay, das ist einfach nur Schottentotten für den US-Markt. Das war ja, sehr schon. Witzig. Ja, das war auf jeden Fall, es war super witzig. Ja. Ja, krass. Ja, ich bin echt gespannt. Also, jetzt da habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Das wird wenn wir geil. Damit durch sind, machen wir eine Sonderfolge. Dann lassen wir mal die Knizia-Spiele nach dem BGG-Rating sortieren. Auf jeden Fall. Da machen wir eine Sonderfolge Knizia. Auf jeden Fall. Er hat es auch verdient einfach. Er hat es auch einfach alle, verdient. Wer so viele Spiele erfinden kann, dann ziehen wir die Knizia alle. Boah,
Ich wäre jetzt vorsichtig, weil ich nicht genau weiß, wie viele wirklich. Sagt über 700. Ja, nee. Also da macht eine eigene Reihe zu. Die Ranking von 700 bis 600. Die längste Folge, die wir jemals hatten. 48 Stunden. Wir machen, weißt du, das ist nicht das 24-Stunden-Rennen von Le Mans oder wie das heißt, sondern es ist einfach der 48-Stunden-Nizia-Rating-Marathon. Ah. Ach du Scheiße. Nee, lass dann das noch schaffen, Herrn Dr. Rainer Knizia als Co-Moderator dazu zu kriegen. Ne? Dann werden es mehr als 48 Stunden, weil wenn er jetzt auch noch zu jedem Spiel eine kleine Story erzählt, was ich ja sehr cool finde, das muss aber er wirklich sagen. Das wäre schon. Aber. Ja, aber ich glaube, das ist dann würde ich ihn eher einmal einladen, wenn wir das gemacht haben und ihn mal fragen, ob er Lust hat, mal über seine persönlichen Top Ten zu sprechen. Was sind seine 10, wo er sagt, das sind seine 10 geilsten Spiele, die der mal erfunden hat. Das wäre so eine Sache, die würde ich dann machen. Aber 700 Spiele muss der mit, also nichts so ungut, aber die brauche ich nicht kommentiert. Das ist Das wird dann die extra Tonspur. Wir geben ihm unser Pfeil, ne, quasi, wo wir geredet haben. Und du kennst das ja so von Film, ne? Wenn du so ein DVD reinschmeißt, dann machst du ja einen Audiokommentar an. Ne? Und wir machen einfach dann quasi eine zweite Version vom Podcast mit dem Knizia-Kommentar drüber gelegt. Lustig. Ich weiß. Ja, ist eine gute Idee. Nehmt uns nicht zu ernst, es ist spät, wo wir hier aufnehmen, 10:45 am Donnerstagabend. Ja, genau. Das ist nämlich dürfen auch der wir auch mal. Dann dürfen wir auch mal ein bisschen spinnen, aber nein. Knizia oder nicht, der Aufruf steht, meldet euch, wenn ihr Bock drauf habt, gegen Jörg in diesem kleinen Wettstreit anzutreten. Und sehr gerne. Ich bin mir sicher, wenn sich mehr als eine Person meldet, finden wir auch eine Lösung, um eine kleine Turnierreihe rauszumachen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, finden wir. Also, meldet euch. Bis dann, bis die Leute sich gemeldet haben. Genau. Sag mal, bis wann? Eine Woche? Nächsten Sonntag? Quatsch, wir sollten da jetzt schon mal ein bisschen mehr Zeit lassen, weil, guck mal, wir erscheinen erst am Sonntag. Das heißt, wir erscheinen am 19., dann erscheinen wir am 2. Lass uns mal bis zum 16. April, das sind 4 Wochen knapp. Also 2 Folgen. Genau. Am 16. April, dann wissen wir danach in der Aufnahme, ob wir jemanden haben oder nicht. Ja, dann müssen wir es ja auch noch aufzeichnen und so, ne? Genau, dann machen wir das. Dann haben die Leute genug Zeit, genau diese Folge und den Aufruf zu hören, gegen den besten Freund schon mal zu üben, Knizia oder nicht, und dann zu entscheiden, traue ich mich gegen Jörg. Weißt du, wer da noch übt? Ich sehe dich schon jetzt zu Hause sitzen und dann... Schön hier die schönen Samstagabend beim Spiele. Dan, frag mich mal ab hier, während wir spielen. Dan, schmeiß mir mal 10 Spieletitel um die Ohren und misch da mal ein paar Knizias rein. Ich muss trainieren für Knizia oder nicht. Ja, ich sehe. Richtig krass. Okay, wir werden das sehen, wie gut das klappen wird. Ja, alles klar, coole Sache. Das war ein schöner Shoutout am Ende. Jetzt machen wir Deckel auf. Das war wirklich ein Deckel auf. Ja, jetzt machen wir wirklich Deckel drauf. Ist ja mittlerweile kurz für uns. Ja, eben. Dann ist es aber schön, wenn ihr noch dabei gewesen wart und diesen Aufruf gehört habt, weil wenn ihr euch jetzt meldet, wissen wir ja, bis zum Ende durchgehalten. Das ist auch ganz cool. Ja. Ist ja auch, ne? Und, oder mit der Kapitelmarke hingesprungen. Ja, vielleicht. Ihr habt bis zum Ende gehört, ihr seid treue Hörer, natürlich. Was anderes wäre ja hier auch nicht nett zu sagen, ne? Nein. Ja, oder weißt du, wenn du jetzt so im Halbschlaf bist, weil du diesen Podcast zum Einschlafen gehört hast, dann hast du jetzt Knizia. So. Und wenn du morgen früh aufwachst, dann denkst du, ja, was ist denn nochmal mit dem Knizia? Da war da irgendwas. Da muss ich nochmal reinhören. Und jetzt haben wir hier tatsächlich noch jemanden, der geraten hat, was wir gewürfelt haben. Ist um 22:01 reingekommen. Der Verteiler hat eine 18 getippt, mit einer 4, mit einer 6, mit einer 5 und einer 3. Was? Tja, damit ist er. Oh. Hat er auch 2 Treffer, aber ist auch daneben. Ja, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich habe es gerade zufällig
weil der Discord hier auf dem iPad nebenbei auf ist, gerade gesehen, das Swamps neuer Beitrag. 22.01 der Vierteiler. Ja, okay. Na gut. Ja, das lassen wir jetzt so als Schluss verstehen, sonst wären wir nämlich nie fertig. Das also, ist richtig, Micha, sonst wird das hier noch eine Dies- und Das-Folge. War es ja schon halb. Aber es macht ja auch nichts. So, also, es war mir ein Fest mit euch, mit dir, Micha, vielen Dank. Und, Sehr gerne. Ja, und ich muss sagen, ja, ich freue mich auf zur nächsten Aufnahme. In 2 Wochen sind wir wieder da. Wäre cool, wenn ihr auch wieder da wärt. Genau, lasst euch überraschen, was wir dann machen. Ja, gucken wir mal. Uns fällt immer was ein. Richtig. Alles klar. In diesem Sinne. Macht es gut, gute Nacht und guten Abend und was man so wünscht. Macht's gut. Guten Morgen, was auch immer. Bis dann. Ciao, ciao.